Hallo, Redis, Replikation. Redis läuft in einem einzelnen Thread. Im Moment gibt es keine Möglichkeit, Redis horizontal zu skalieren. Die Datenbank läuft und liegt immer komplett auf einem Rechner. Ein Redis-Cluster ist allerdings für die Zukunft in Planung. Redis beherrscht aber die Master-Slave-Replikation, welche auch sehr einfach zu konfigurieren ist. Auf dem Master sind keinerlei Einstellungen notwendig. Auf dem Slave muss eine Zeile in der Konfigurationsdatei geändert werden. Dort gibt es die normalerweise auskommentierte Zeile Datei öffnen. Die Zeile Slave off. Master IP, Master Port im Bereich Replikation. Um die Replikation zu aktivieren, ist das Rautezeichen vor der Zeile zu entfernen und die IP-Adresse des Masters und der Port, auf dem Redis läuft, einzutragen. Und zwar in dieser Zeile. Hier bei Zeile 116. Startet man den als Slave konfigurierten Redis-Server, ist die Replikation automatisch aktiv. Es gibt in der Konfigurationsdatei noch einige weitere Detaileinstellungen zur Replikation. Diese sind dort aber sehr ausführlich erklärt, sodass hier darauf nicht weiter eingegangen wird. Ciao und viel Glück!